So, hallo, offizieller Start zu der Präsentation Coda Dojo, spielerisch und spaßig programmieren lernen. Erstens mal danke, dass ihr heute noch am Samstag um 17 Uhr euch Zeit genommen habt und da seid zu diesem Tag. Bin sehr begeistert. Hätte niemals gedacht mit solchen Massen, wie es heute erschienen sind zu dieser Präsentation. Prinzipiell, zuerst möchte ich mal ganz kurz den Begriff Coda Dojo erklären, weil das oft zu Verwirrung führt, was ist ein Dojo? Und ich habe da auch noch extra Verwirrung gestiftet, weil ich habe da nämlich einen Kämpfer oben. Dojo kommt nämlich prinzipiell aus einem Begriff aus der japanischen Kampfkunst und es steht für Trainingsraum, wo die Leute japanische Kampfkunst trainiert haben. Coda Dojo ist jetzt ein Wortspiel mit dem Ganzen und zwar betrifft es keinen Raum, wo man jetzt japanische Kampfkunst trainiert, sondern einen Raum, wo man Programmieren trainiert. Bevor ich jetzt anfange, Näheres zu erklären, kurz zu meiner Person. Wer bin ich? Mein Name ist Cornelia Rauch. Ich bin selbst Fullstack-Entwicklerin. Oben seht ihr die Technologien. Ich programmiere mit C# und Angular sehr viel, also im Backend und im Frontend. Ich bin Trainerin und Beraterin im Bereich Angular und zusätzlich, das ist der Grund, wieso ich eigentlich heute hier bin, bin ich Mitbegründerin des Coda Dojos in Graz. Und leider muss ich dazu sagen, der Dux weint auf meiner Folie. Ich habe nicht beruflich super viel mit Linux zu tun, deswegen ein trauriger Dux, aber trotzdem ein Dankeschön an die Linux-Tage, dass ich heute trotzdem da sein darf, obwohl der Dux weint. Prinzipiell, worum geht es im Coda Dojo? Das Coda Dojo ist ein Programmierclub für Kinder und Jugendliche und wir wollen beim Coda Dojo eine Atmosphäre schaffen, in dem sich Kinder wohlfühlen, Programmieren kennenlernen können, Programmieren lernen können und sich einfach austesten und Sachen ausprobieren in einer Atmosphäre, die was einfach geschützt ist, in einem sozialen Umfeld. Und wo man keinen Frontalunterricht hat, so wie man das von der Schule aus kennt und wo einfach kein Zwang dahinter steht. Zur Historie zum Coda Dojo ist es so, das Coda Dojo ist eine globale Bewegung, die ursprünglicherweise aus Irland stammt. Das erste Coda Dojo hat 2011 in Cork stattgefunden. Von zwei Männern ist es gegründet worden, die haben sich damals gedacht, das ist eine super Idee, haben Tutorials zusammengestellt und diese Kinder die zur Verfügung gestellt. Das ist so gut angekommen bei den Kindern, die Kinder haben eine Freude gehabt, die Eltern haben eine Freude gehabt und sie haben das dann öfter gemacht und haben sich dann 2014 gedacht, das wäre ein super Modell, um das einfach mit der Welt zu teilen. Und haben das dann zu einem Open-Source-Modell gemacht für alle. Dass die ganzen Tutorials sind öffentlich, die können von allen verwendet werden. Und nachdem das dann öffentlich gemacht worden ist, 2013 ist es explodiert. Es ist einfach zu einem globalen Phänomen geworden. Die Coda Dojos gibt es jetzt weltweit. In 93 Ländern. 1500 Coda Dojos. Man sieht, in Irland gibt es extrem viele Coda Dojos und in ganz Europa. Und in Österreich ist halt noch ein bisschen ein weißer Fleck und den haben wir jetzt versucht langsam zu füllen, indem wir heuer das erste Coda Dojo in Graz veranstaltet haben. Das ist letztes Monat hat das stattgefunden und es war ein riesiger Erfolg. Wir haben 20 Kinder gehabt beim ersten Coda Dojo. Und es hat den Kindern, also es ist echt super angekommen. Ich war selbst vorher noch nie beim Coda Dojo und es hat einfach super funktioniert. Also auf viele weitere Male. Was ist jetzt das Grundprinzip von so einem Coda Dojo? Wie funktioniert das? Im Mittelpunkt von einem Coda Dojo stehen natürlich die Kinder und Jugendliche. Das ist natürlich das Allerwichtigste und um die dreht sich alles. Aber damit die Kinder und Jugendlichen Programmieren kennenlernen und lernen können, braucht es natürlich einen Grundstock von dieser Pyramide. Und das sind erstens die Mentoren, die freiwillig mithelfen. Also wie gesagt, nach dem Open-Source-Gedanke, es ist alles freiwillig. Ich bin heute freiwillig da, alle Mentoren, was Einsatz sagen, alle, die die unzähligen Tutorials machen, machen das freiwillig. Da kommen wir auch gleich zu den Materialien.
Die werden, wie gesagt, von Freiwilligen erstellt, sind in unzähligen Sprachen übersetzt, unter anderem auch sehr viele in Deutsch. Es gibt auch Coda Dojo in Wien und in Linz. Die sind da sehr engagiert, die haben sehr, sehr viele Tutorials gemacht. Und am Spitze der Pyramide steht natürlich dieses gemeinsame Lernen und gegenseitig voneinander lernen. Das ist ganz wichtig. Und da kommen wir gleich zum ersten Teil der Pyramide. Da haben wir Fotos von unserer ersten Veranstaltung und auch ein paar Fotos vom Coda Dojo in Linz dazu gemischt. Im Prinzip ist es so, dass die Kinder kommen mit ihren Laptops und man sitzt dann einfach gemeinsam in einem Raum. Sie dürfen sich die Tutorials aussuchen, was sie machen. Es ist kein Zwang dahinter, es müssen nicht alle das gleiche Tutorial machen. Manche Kinder sind schon advanceder, manche sind ganz Beginner-Level. Und man setzt sie dann einfach zusammen und wenn man Hilfe braucht, hat man jederzeit Mentoren da, qualifizierte Mentoren, die sie auskennen und einem weiterhelfen können. Es ist so gedacht, dass die Kinder voneinander lernen und miteinander lernen. Das heißt, oft ist es dann so, dass die am gleichen Problem arbeiten und dann auch miteinander reden. Wie hast du das umgesetzt? Oder auch ältere Kinder sind dann auch schon so weit, dass sie dann die jüngeren Kinder unterstützen und sich einfach gegenseitig helfen. Ganz nach diesem Pair-Programming-Gedanken ist es auch so, dass man als Mentor jetzt nicht eingreift in das Geschehen und sofort die Lösung präsentiert, sondern das Kind einfach auch Fehler machen lässt und einfach daraus lernen lässt. Wo wir auch schon bei den Kindern und Jugendlichen sind und bei dem ganzen Konzept. Prinzipiell eine Coda Dojo Session dauert 2 Stunden. Und 2 Stunden ist eine Zeit, in der man eigentlich relativ viel machen kann. Und es ist auch eine Zeit, wo die Kinder sehr aufnahmefähig sind. Weil nach 2 Stunden Input und neues Lernen ist dann irgendwann das Limit erreicht. Prinzipiell können die Kinder zwischen 7 und 17 Jahren zu uns zum Coda Dojo kommen. 7 Jahre deswegen, weil das ein Alter ist, in dem die Kinder einfach schon lesen können und einfach die Tutorials schon selbstständig lesen können und selbstständig anfangen damit können. Weil vorher ist es einfach, brauchen sie sehr, sehr viel Unterstützung und es ist einfach sehr, sehr viel zum Lesen. Prinzipiell ist es gratis, Open Source, weil man da noch nicht volljährig ist, weil es ja für Kinder und Jugendliche ist. Irgendwann muss Schluss sein, wir machen keine Erwachsenenbildung. Nein, also prinzipiell bis 17, gratis deswegen, weil es für alle, weil alle eben freiwillig mitwirken. Wir kriegen vom Spaceland gratis die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das ist ein Coworking Space, der ist in der Nähe vom Landplatz. Die Kinder sollten ihren Laptop mitbringen, den eigenen. Das ist ganz cool, weil sie können dann ihre eigene Arbeit auch wieder mit heimnehmen. Der Gedanke hinter dem Coda Dojo ist, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, einfach Programmieren zu lernen. Auch Leute, die sich jetzt keine TU oder Weiterbildung leisten können, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, das zu lernen. Deswegen haben wir auch Leih-Laptops, falls irgendein Kind einfach nicht die Möglichkeit hat oder keinen Laptop hat. Oder nicht die Möglichkeit hat zum Studieren. Das ist einfach eine coole Möglichkeit, weil es gratis ist. Und es sind absolut keine Vorkenntnisse nötig, weil man jetzt noch nie mit Programmieren etwas zu tun gehabt hat. Mit was arbeiten wir? Wenn jetzt ganz junge Kinder zu uns kommen, also 7, 8, die fangen meistens an bei uns mit Scratch oder Pocket Code. Das sind Programmiersprachen, wo man visuelle Blöcke hat, die man einfach auf eine Arbeitsfläche schiebt und dann so Grundstrukturen der Programmierung lernt, wie Schleifen, If, Bedingungen und so weiter. Und man sieht auch relativ schnell etwas, man hat einen Output. Ich kann noch einen Vortrag kurz herzeigen, wie dieser Scratch ausschaut. Man kann so Spiele damit programmieren. Pocket Code ist ganz cool, das wurde von der TU entwickelt. Es ist ähnlich wie Scratch aufgebaut, aber es hat auch diese Building-Blocks, die man zusammenstöpseln kann und man kann es am Handy telefonieren. Jeder Jugendliche und jedes Kind hat heutzutage ein Handy, also man kann es dann auch unterwegs programmieren. Und für die, die was schon
länger bei den Coder-Dojos besuchen oder schon mehr Erfahrungen haben oder schon zu Hause etwas gemacht haben, gibt es natürlich auch Tutorials in objektorientierten Sprachen wie C Sharp, Java. Es gibt C-Tutorials, es gibt Assembler-Tutorial, habe ich gesehen. Es gäbe Tutorials für Microbit und Arduino für Raspberry Pi. Wir haben leider noch nicht die Sponsoren, dass wir die Geräte haben. Also es wäre möglich. In Linz machen es ganz viel mit Microbit und Arduino-Programmierung, die haben da einen Experten. Also das wäre ganz cool, das wäre so ein weiterer Schritt, was wir gerne angehen möchten. Und Python auch, das habe ich noch vergessen. Jetzt noch zu den Mentoren. Wer sind die Mentoren? Die Mentoren in Graz machen das, wie gesagt, alle freiwillig. Wir sind im Moment 6 Personen im Organisationsteam, die sich gefunden haben aus verschiedenen Firmen. Wir sind alle prinzipiell aus der Wirtschaft. Wir arbeiten schon bei Firmen. Also keine Studenten, sondern Leute, die was einfach schon mit echten Projekten wirklich zu tun gehabt haben und die diesen Beruf auch ausführen. Wichtig als Mentor, wieso man das vielleicht machen könnte oder machen sollte, ist, man kann, erstens ist es immer lässig, wenn man sein Wissen weitergibt und man kann immer was dabei lernen, wenn man sein eigenes Wissen weitergeben kann. Man kann, wenn man eigene Tutorials erstellt oder Tutorials für die Kinder, kann man natürlich sehr kreativ sein. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und es ist einfach das Gefühl, dass man was verändert, dass man einfach eine Veränderung sieht, dass die Kinder weiterkommen und dass die Kinder einfach sehr viel lernen können dabei und sehr viel mitnehmen davon. Jetzt ist noch die Frage, wieso machen wir das ganze Coder-Dojo? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Was hat das jetzt für einen Effekt auf die Welt, auf unsere Wirtschaft? Dazu habe ich ein paar Statistiken für euch mitgebracht. Und zwar ist es im Moment so, dass wir einen IT-Kräftemangel haben, einen massiven in Österreich. Es fehlen uns über 10.000 IT-Kräfte. Eine Studie von der EU-Kommission hat ergeben, dass uns bis 2020 bis zu 1 Million IT-Fachkräfte in Europa fehlen würden. Das hat jetzt natürlich verschiedene Gründe. Erstens einmal ist es jetzt nicht irgendein Fach, wo sich viele Leute von vornherein dafür interessieren. Und das Ziel des Code-Dojos ist auf jeden Fall, Interesse einfach zu wecken für die Programmierung und einfach, dass man einen anderen Zugang dazu bekommt, als jetzt im schulischen Umfeld. Ein weiterer Grund, wieso wir nicht so viele IT-Arbeitsfachkräfte haben, sind die Fachschulen und einfach die Art und Weise, wie unterrichtet wird an den Universitäten und Fachhochschulen, das spiegelt sich auch wieder in den Dropout-Quoten. Bei Fachhochschulen und Universitäten ist da etwas ein Unterschied. Bei den Fachhochschulen reden wir von einer Dropout-Quote von 20%. Bei den Universitäten in Österreich sind es fast 60% Dropout-Quote bei IT-Studien. Also es ist massiv. Und natürlich, wenn man früher mit dem Thema sich beschäftigt und früher Programmieren lernt, könnte man diese Dropout-Quote natürlich auch senken. Ein weiteres Ziel von den Coder-Dojos ist es auch, Frauen anzusprechen und dass Mädels mehr in Kontakt kommen mit der Programmierung, weil wir haben einen massiven Frauenmangel in der IT. Ich habe es vielleicht auch heute bei der Veranstaltung da gesehen, der Frauenanteil ist der Beteiligten, die was heute da sind, ist nicht unbedingt groß. Und es ist einfach cool zu sehen, dass man einfach mit Leuten zu tun hat, die was wirklich in der IT arbeiten und wirklich auch vielleicht mit weiblichen Mentoren, die was jetzt auch in der IT tätig sind. Im Moment haben wir bei der TU 20% Frauenanteil. Den würde man gern höher sehen. Und dann haben wir noch dieses Problem. Der Stereotyp Programmierer oder Entwickler, was uns von den Medien vermittelt wird. Die Leute oder Kinder kennen einfach keine echten Softwareentwickler und wissen auch nicht wirklich, was das Berufsfeld jetzt alles umfasst. Vielleicht war es früher in den ganz frühen Tagen mal so, dass man in seinem Kammerl geguckt ist und Lochkarten geschrieben hat und nie mit irgendwen geredet hat.
aber das Berufsfeld verändert sich so extrem und es wird einfach so verbreitert und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten im IT-Sektor, die man jetzt begehen kann, dass einfach diese Stereotypen nicht mehr stimmen. Und es gibt sicher auch Berufssektoren und ich finde, dass IT und vor allem IT in der Wirtschaft, also ein sozialer Beruf ist und einer der wichtigsten Kompetenzen im IT-Beruf ist einfach, dass man in einem Team zusammenarbeiten kann. Und es ist einfach wichtig, dass man einfach mit Leuten zusammenarbeitet, wo man sieht, dass die wirklich in einem IT-Umfeld arbeiten und wie die miteinander umgehen und wie die zusammenarbeiten. Und einfach, dass die Kinder einfach in Kontakt kommen mit Leuten, die was tatsächlich diesen Beruf ausüben. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt relativ kurz gehalten, damit wir noch Zeit haben für Fragen. Prinzipiell, wenn ihr Interesse habt, eure Kinder, Bekannten, irgendwelche Jugendlichen hinzuschicken zu einem Coder-Dojo, gibt es die Website in Graz, also die Website vom Coder-Dojo Graz, da kann man sich anmelden für die Events. Am Freitag findet wieder ein Coder-Dojo statt, von 16 bis 18 Uhr. Es ist immer am ersten Freitag im Monat. Und falls irgendwer Interesse hat, als Mentor für die zwei Programmierer, vielleicht sind es jetzt noch mehr, als Mentor teilzunehmen beim Coder-Dojo, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Und wenn Sie gern, wie gesagt, etwas verändern wollt, herzlich willkommen. Für Leute, die was keine Programmierkenntnisse haben, sind Sie natürlich auch willkommen. Wir brauchen immer Leute, die was die Webseite warten, Flyer gestalten, Sonstiges. Also es gibt immer was zum Tun. So, Fragen? Traut euch? Ja. Also, mich interessiert, wer ist das Wir, von dem du gesprochen hast, die mehr Frauen sehen würden gerne? Prinzipiell unser erweitertes Team, aber ich spreche natürlich auch allgemein vom IT-Wirtschaftssektor, weil ich habe jetzt auch schon in zwei verschiedenen Firmen gearbeitet und Praktikum gemacht. Und es macht einfach einen extremen Unterschied, ob man jetzt ein Team hat, was nur aus Männern besteht, oder wenn man auch ein bisschen gemischteres Team hat. Es ist einfach, der Umgang ist anders. Es sind einfach, die Ideenfindung ist anders. So sehr wir das auch wollen, diese Gleichberechtigung und dass Männer und Frauen gleich sind, es ist ein Unterschied da, aber es muss ja nicht was Schlechtes sein. Es kann ja durchaus positiv sein, dass man anders ist. Und das finde ich halt so schade, weil ich finde, gerade im IT-Sektor gibt es so viele Möglichkeiten und wo auch Frauen durchaus sich interessieren könnten. Und ja, das ist Wir. Okay, das heißt, du bist nicht jetzt nur enger verbandelt mit der TU oder Gruppen auf Unis, die im Education-Sektor, was ist Education auf Deutsch? Ich bin prinzipiell nicht im Bildungssektor tätig. Wir haben eine Dame als Mentor dabei, die ist von der TU und die war bei der Entwicklung von diesem Pocket Code dabei. Und die macht da ganz viele andere Workshops mit Kindern und die ist auch sehr engagiert in dem Ganzen, Frauen in die Technik und Frauen in die Technik zu bringen. Also zumindest eine Mentorin aus dem TU-Bereich haben wir auf jeden Fall dabei. So cool. Jetzt kommt gleich die Folgefrage von mir. Und zwar, es geht jetzt darum, wenn man jetzt sozusagen die Qualifikation hat, um Mentor zu werden, gibt es da irgendwie eine Vorbereitung, beziehungsweise wie stellt sie sicher oder wie wird das gehandhabt, dass das sozusagen, von mir aus jetzt blöd gesagt, pädagogisch korrekt abläuft, was da mit den Jugendlichen gemacht wird? Gibt es da irgendwie von euch eine Crashkurs-Einschulung oder wie wird das gehandhabt? Wir haben ganz viel mit dem Coder-Dojo in Linz zum tun gehabt. Von dem her wissen wir, von dort schon haben wir Erfahrungswerte, wie das ablaufen soll. Prinzipiell, es ist ja kein Unterricht, also wir machen ja keine pädagogische Ausbildung. Wir unterstützen die Kinder ja nur beim Selbstlernen. Und wir sagen schon dabei, im Moment eine Anleitung zum Schreiben für die Mentoren, auf was zum Achten ist. Zum Beispiel so einfache Dinge wie, wenn das Kind an etwas fragt,
nicht gleich zu viel gehen und auf die Tastatur los tippen und das korrigieren, sondern einfach das Kind zum Beispiel selbst draufkommen lassen, was jetzt der Fehler ist, oder erklären oder nicht selbst eingreifen oder fragen, ist es okay, wenn ich jetzt was tippe bei dir? Einfach so einfache Sachen, an denen man sonst nicht denkt. Einfach, oder nichts obirein, so sagen, so, ja, das ist ganz einfach, das zeige ich dir, weil das ist immer so, für das Kind ist das vielleicht schwer. Und es gibt da ganz, ganz gute Beschreibungen von zum Beispiel Angie Girls. Die machen ganz viele Tutorials mit Kindern und Jugendlichen auch, auf was man einfach achten sollte, wenn man diese Art von Education quasi betreibt. Und wenn man sich jetzt dafür interessiert, das Material, kriegt man das sozusagen auf Anfrage von euch oder wird das irgendwie online zur Verfügung gestellt? Das ist komplett online alles. Also du kannst jederzeit darauf zugreifen, dein eigenes Coda-Dojo machen. Also es kann eigentlich prinzipiell jeder ein Coda-Dojo machen. Kurz herzeigen, das ist unsere Website. Da kann man sich anmelden zu den verschiedenen Events. Dann gibt es noch die Projekte, die was direkt vom internationalen Coda-Dojo-Seite kommen. Die sind aus den verschiedensten Bereichen. Da sind jetzt ganz viele Scratch-Projekte. Aber es gibt auch Projekte mit Python, SonicPy und auch in den verschiedensten Sprachen. Das ist von der internationalen Coda-Dojo-Seite. Und die Linzer Coda-Dojo waren auch ganz aktiv. Die haben sehr, sehr viele Tutorials zur Verfügung gestellt. Unter anderem in Scratch, Webentwicklung, Minecraft, Java, Python, C-Sharp, Assembler. Das C-Projekt ist ganz cool. Das stammt von Coda Dojo Attendee. Also das hat einer gemacht, der was das Coda Dojo in Linz besucht hat. Hat ein Space Shooter Tutorial in C geschrieben. Also es ist schon ziemlich cool, dass die Kinder dann auch, dass du einfach die Erfolge von den Kindern siehst. Und das ist prinzipiell alles Open Source. Also du kannst jederzeit selbst hergehen und dir die Tutorials runterholen und nachmachen zu Hause. Also es ist auch für die Kinder, also die können zu Hause das auch prinzipiell machen. Der Vorteil halt, wenn man zum Coda Dojo kommt, ist erstens, dass man eine fixe Zeit hat, wenn man sagt, man nimmt jetzt 2 Stunden Zeit und lässt das Kind das ausprobieren. Und zweitens, wenn man nicht weiterkommt oder wirklich beim Problem hängt, hat man einfach jederzeit irgendwen da von den Mentoren, die was einem weiterhilft. Es ist ja nicht prinzipiell so, dass wir zusammen mit Zell das Tutorial durchgehen, sondern es ist einfach irgendwer da, wenn es zu Problemen kommt oder wenn man sich nicht auskennt, den man fragen kann. Oder sagen, ich würde gern eine Website machen, wie gehe ich das an? Und das sind einfach Leute da aus der Webentwicklung, die schon Webseiten gemacht haben und die einfach wissen, wie das funktioniert. Und die kann man dann fragen. Und es ist halt ab und zu sehr nützlich, weil wenn man in Google eingibt, wie mache ich eine Webseite, gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Und das ist halt das coole Konzept hinter den Mentoren, dass man einfach Leute hat, die was Erfahrung mit dem haben und sagen, hey, es ist am leichtesten, wenn du mit dem anfängst oder probier mal das aus. Aber prinzipiell würde ich uns nicht in den Education-Sektor, in den reinen Education-Sektor geben. Es ist eher mehr so Mentoring halt. Frage beantwortet? Okay, aber gut, die Frage. Moment. Was mich interessiert noch, also ist es quasi möglich, dass man sich da einmal einsitzt und zuschaut, wie die Leute, die schon öfter Dojos gemacht haben, mit den Kindern umgehen und so, wenn man Mentoring machen will und so. Klar, super. Und mir ist noch eingefallen, das Stichwort Coyote-Mentoring. Falls das irgendwer was sagt, das kommt aus dem Nature Connection Training, also Wildnis Training. Und da geht es darum, da ist der Fokus drauf, dass du einen Menschen dazu bringst, dass er von sich aus in einen ganz starken Lernprozess eingeht. Und du bist als Mentor derjenige, der eigentlich so tut, wie wenn er gar nichts weiß. Und dem der Fragen stellt dann, aber sagst du, weiß ich auch nicht, vielleicht
schaust du mal dort nach oder so. Ja, ja, genau. So in dem Modus funktioniert das. Ganz interessant. Also man kennt das ja auch vom Programmieren, falls wer schon mal Pair-Programming gemacht hat, kennt man das ja, man schaut dem anderen zu, wie er etwas macht und sag ihm ungefähr an, was er machen soll. Und man sieht, er macht irgendwas falsch und fängt schon falsch an damit. Und man muss ihm einfach diesen Fehler machen lassen und zuschauen, wie er den Fehler macht. Und dann ihm selbst drauf kommen lassen, was er jetzt falsch gemacht hat. Also das ist ja bei diesem Pair-Programming auch ganz stark. Und von Fehlern lernt man bekanntlich und das ist bei den Kindern auch so. Ich hätte drei Fragen, sind aber eh recht einfache. Das eine ist, wenn da mal 20 Kinder daherkommen mit einem Notebook, dann ist das bei Erwachsenen schon oft ein Problem, bis die einmal Auftrag haben, ein Internet haben, einen Strom haben und dann das richtig aufgerufen haben. Wie macht sie das mit Kindern? Das ist eigentlich relativ gut gegangen. Also man hat bis zu 14 Jahren müssen die Kinder mit ihren Eltern kommen, weil wir sind keine Unterrichtseinrichtung. Wir haben keine Aufsichtspflicht über die Kinder, also da sind die Erwachsenen eh dabei und helfen den Kindern beim Einschalten der PCs. Abgesehen haben wir meistens so auf 3-4 Kinder folgt auch ein Mentor. Das passt ganz gut und da kann der Mentor natürlich auch unterstützen und schauen, dass die Systeme richtig aufgesetzt sind. Wir haben ein paar Kinder beim letzten Coda-Dojo schon gehabt, die was extrem langsame und schlechte Laptops gehabt haben. Da haben wir einen Sponsor, die ACB, hat uns 7 Laptops zur Verfügung gestellt. Und die haben sie dann einfach an von diesen Laptops geschnappt, die was nicht ultra langsam sind. Und ab und zu gibt es ja auch Familien, wo 2 Kinder sind. Da haben wir nicht vielleicht für jedes Kind einen Laptop. Dann kann man sie einen ausbauen von uns. Aber prinzipiell eben schon selbst den Laptop zu mitbringen, damit gerade die Kinder, die was keinen haben und keine andere Möglichkeit haben, eben einen von den Laptops ausbauen können. So, ich glaube, bei der zweiten Frage. Nehme ich an, das ist für Firmen auch interessant. Sind da Firmen bei euch dahinter? Stehen die Geld zur Verfügung? Oder? Wir haben im Moment gar keine Firmen dahinter. Wir sind im Moment dabei, einen Verein zu gründen, damit wir zumindest gescheit Sponsorings annehmen können. Zum Beispiel für eben Microbits oder Arduinos. Die Laptops sind zum Beispiel auch ein Sponsoring, aber das ist einfach bei der Firma, wo ich derzeitig angestellt bin, gemacht worden und die haben da ein Auge zugedrückt. Buchhalterisch, weil es ist gar nicht so leicht, irgendwas zum Sponsern, was kein Verein ist. Es ist alles freiwillig und alle Leute, was als Mentor mitmachen, machen wirklich mit, weil sie an das Konzept glauben und weil sie glauben, dass es einfach irgendwas verändern kann und weil sie gern programmieren. Und weil es natürlich auch Spaß macht, zu schauen, wie die Kinder einfach was erreichen in dem, was machen. Und gibt es auch Kooperationen mit Schulen oder die Idee, dass man in Schulen geht oder Schulen zu euch kommen? Es ist natürlich die Idee da. Wir sind nämlich ganz an dem Start von dem Ganzen. Ich weiß vom Linzer Coder Dojo, die machen das teilweise, dass sie in Schulen gehen. Aber im Moment ist noch nichts geplant. Wir haben vielleicht mit SOS Kinderdorf angefragt, dass wir vielleicht dort was machen. Aber bei Schulen haben wir im Moment noch nichts geplant. Als Schule kennt man eben zu euch. Ja, natürlich. Aber da müssen halt die Eltern mitkommen. Sind sonst noch Fragen? Das war die Frage? Passt, perfekt. Alles geklärt. Jubel. Da sind übrigens Flyer vorne. Da stehen alle Infos an über die Webseite und die E-Mail-Adresse. Kannst du den vorne holen? Oder bringst du auf? Ganz einfach. Du hast jeden ersten Freitag im Monat. Jeden ersten Freitag im Monat. Das heißt, mit Anmeldung oder einfach hinkommen? Oder wir haben es im Moment mit Anmeldung gehalten, weil wir tun uns extrem schwer zum sagen, wie viele Leute das kommen. Im Linzer Coder Dojo ist es zum Beispiel so, die halten das alle 2 Wochen und dort ist es ohne Anmeldung. Also die sind schon so eingespielt, aber wir würden es im Moment nur bevorziehen, wenn sie die Leute wirklich auf der Webseite anmelden für die Events, damit wir einfach wissen, wie viele Mentoren wir brauchen. Weil wir haben noch jetzt eine große Mentorenbase, da ist das ganz hilfreich. Kennt ihr Chaos macht Schule? Wie ist der Unterschied dazu? Oder habt ihr Kontakt oder so? Nein, da müsstest du mir kurz sagen, was Chaos ist Schule macht. Jakob, kannst du das? Ja, kann ich machen. Chaos macht Schule ist
Projekt vom CCC, das in Österreich auch gibt, hauptsächlich in Wien, glaube ich, die an Schulen gehen und dort aber nicht programmieren, sondern generell Umgang mit Computer, Datenschutz und so ein bisschen machen, aber auch versuchen, auf Jugendliche aktiv zu treten. Ja, okay, ich glaube, er hat den Unterschied eh schon ganz gut gesagt. Bei uns ist wirklich der Fokus auf Programmieren. Genau, aber ich glaube, es kann trotzdem spannend sein, sich vielleicht mal mit ihnen zu unterhalten oder mit ihnen zu schreiben. Das ist ein super Hinweis, danke. Gerade als Info, also wie für so Community-Hinweise und Sponsoring-Hinweise sind wir immer dankbar. Also einfach auf mich zukommen. Ich bin nachher eh noch ein bisschen da. Gerne. Und ihr könnt euch einen Flyer, ich drucke die Flyer dann auf, dann könnt ihr euch oben den Flyer abholen, dann muss keiner runterkommen, weil ich glaube, es traut sich keiner. Passt. Ja, sehr gut, ja, dann sage ich danke. Danke fürs lange Bleiben, danke für die super Fragen und schönen Abend noch.